Wir haben mehrere Wochen darauf hingefiebert. Jetzt ist es endlich soweit. Das Fall-Finale. Es geht um extrem viel Geld. Es haben zum Glück die zwei deutschen Spieler es geschafft, sich für das finale Bracket zu qualifizieren. Hier sehen wir das Ganze nochmal. Da sehen wir die Top 10, die vier Spieler, die schon bereits raus sind. Mit dabei sind Berin und Loa als deutsche Spieler. Surgical Goblin, der Favorit. Wir sehen ihn auch hier auf Platz Nummer 1. Soaking mit dabei. Icelaw und Lupanji sehen wir da auch noch im Mittelfeld. Die Top 6 haben beide geschafft und die Top 2 aus dieser Tabelle, was wir in den letzten Wochen schon erspielt hatten, sind direkt in der Final Bracket eine Runde weiter, wenn man so möchte. Die haben da einen kleinen Vorteil. Loa gegen Surgical und Icelaw gegen Soaking. Loa denkt sich jetzt gerade mal, okay gut, eigentlich sollte es ja im Lower Bracket ein bisschen leichter werden und nein, dann kriegt er die härteste Nuss dort. Das kann doch nicht sein. Und auch Icelaw ist wahrscheinlich davon ausgegangen, dass er irgendwie Berin oder... Stimmt. Lupanji abbekommt. Ja, selbst wenn jetzt Loa sich denkt, ja gut, das Upper Bracket habe ich verloren gegen Berin, kein Problem, ich bin jetzt im Lower Bracket, versuche hier noch ein, zwei Runden zu gewinnen, um möglichst viel Preisgeld zu bekommen. Nein, du musst direkt im Lower Bracket dein allererstes Game gegen Surgical machen. Das ist ja super ärgerlich, da würde ich mich ja tot ärgern. Da bist du im Lower Bracket, da geht es eigentlich entspannter zu, gleich gegen den Besten. Was wird gebannt? Oh, Tornado und die Pumpe. Ja, die gegen Pumpe Loa macht Sinn, aber Tornado bei Surge, der kann da ausweichen. Ja. Der spielt einfach Lockbait mit Tesla. Das stört ihn oder nicht großartig. Inferno-Turm, was er da gespielt hat. So, wir sind in-game. Erstes Game im Lower Bracket. Loa gegen Surgical Goblin. Ich bin gespannt. Also Surge steht jetzt so stark unter Druck, der darf hier gefühlt kein einziges Game verlieren. Ja, und Surgical hier direkt mit der Princess und Ice Guys sieht ganz nach Lockbait aus. Surge spammt jetzt hier Rage-Emotes. Loa schüttelt den Kopf. Ice Golem kommt noch, wo die Prinzessin. Gut, der Poison Spell ist natürlich nicht verkehrt. Ist der... Oh, der Ritter ist nicht in Power Range? Nee. Okay. Und Surgical spielt tatsächlich kein Lockbait. Okay, kein Lockbait. Er spielt das günstige Hawk Cycle mit Princess und der Rakete. Aber hier doch... Ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, wie stark jetzt hier Surgical unter Druck steht. Ja, er ist jetzt stimmt. schon im Lower Bracket. Das stimmt. Also und jeder die Sache, möchte ihn hier in London sehen. Ist, ja, die Sache ist es halt auch ein... auch eine neue Erfahrung für ihn, weil die Situation hat er davor noch nie. Die hat er noch nicht, die hat er noch nie. Er hat alles komplett wegrasiert. Ja, er war immer im Upper Bracket und so weiter. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie er mental darauf reagiert, dass er hier so stark wirklich mal unter Druck steht. Ja. Nicht immer nur auf Platz 1 in der Tabelle und immer im Finale und weit vorn. Jetzt muss er hier noch sehr, sehr viele Games, sehr, sehr viele Best of Threes für sich entscheiden, um überhaupt ins Finale zu gelangen. Das stimmt. Offensiver Minipacker jetzt hier. Stark verteidigt von Loai. Jetzt hier vom Elixier gleich. Ja. Ich bin jetzt noch am Surge überlegen, was schafft hier Loai nicht hier ansatzweise spielt. Irgendwie Schaden rauszubekommen. Ja, also der Tesla ist da immer ist ready, ein, weil auch sein... Ist das ein Friedhofdeck von Loai vielleicht? Ja, ich könnte es mir vorstellen, weil sieht auch zwei Tanks... stark so aus. Ja, es sind halt zwei Tanks da. Ja. Das könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Aber der Cycle von Loai ist halt so... Die Defense ist absurd. Das ist krank, was wie der Schweinereiter da nichts hinbekommt. Tesla und Eisgeist, da immer wieder. Könnt ihr jetzt einen Friedhof vorstellen? Ja. Genau, da kommt der Friedhof. Da ist der Friedhof. Minipacker kann das Ganze sehr schnell beseitigen. Prinzessin hilft da auch noch mit. Defensiver Eisgolem, bisher noch schon kein Schaden. Ja, jetzt. Ja. Prinzessin setzt da nicht den besten Fokus. Turm hat unter 2000 HP. Jetzt sehen wir eine Rocket und ein Poison. Jetzt zeichnen sich ja beide Zauber. Keiner möchte hier großartig was riskieren. Ja. Also Surgical hat jetzt mindestens dreimal versucht, mit dem Hawk vorbeizukommen. Ja, es hat nicht funktioniert. Ja, genau, deswegen jetzt fängt er an, den Hawk gar nicht zu spielen. Okay, da kommt er jetzt nochmal. Guck dir das mal an, der wird immer wieder eingefroren, dann ist er der Tesla. Da kommt der Schweinereiter nicht vorbei. Nee. Obwohl das ein extrem starker Push mit Ice Golem und Hawk ist. Also ja, sehr starker Eisgeist jetzt hier gespielt. Ja, er muss, Surgical ist hier gezwungen, hier den Minipacker zu spielen. Minipacker also, gegen... Ich hab dieses Matchup auch... Alter, und dann kommen Ladder die Bogenschützen auch noch mal ran. Ja, also ich hab unter 1000 HP, das ist... Unglaublich. Ich kann es nicht glauben. Ich weiß nicht, was hier abgeht. Sehr stark, Eisgolem nicht im Ansatz. Ja. Niemals wird da ein Schweinereiter oder Minipacker connecten. Das ist so stark in der Defense, wie Loa spielt und was er sich auch hier für Karten ausgewählt hat. Jetzt hat er vielleicht auch outcycled. Kommt der Schweinereiter durch? Für nee, auch nicht. Nee, Eisgeist, Holz, ja. Bogenschützen. Ist da jetzt ein Eisgeist davor? Nee, okay, ohne Holz Eisgeist. Dazu mit Prinzessin. Kein Tank. Ja. Kein Tank gegen den Friedhof.
Pekka ist dabei, der kann das tanken. Ist er vielleicht ein bisschen zu gierig, aber der spawnt da einfach perfekt, ja. Der Friedhof. Und kriegt da wieder Hits raus, obwohl der Mini-Pekka da ist. Und der ist jetzt schon wieder extrem low. Wieder die Fledermäuse gegen den Eisgolem, die da wegsterben werden. Oh, er hat sich verklickt. Da hat er sich verklickt, ja. Da kommt er so nicht durch, das sieht nicht gut aus, das sieht überhaupt nicht gut aus. Nächster Friedhof, er braucht halt noch einen Poison. Der könnte jetzt einen guten Poison spielen, wo er die Princess noch hat, genau, da kommt Poison der. Poison drauf, dann noch ein Holz vielleicht. Das ist krass. Ich fass es nicht. Das kann Search nicht mehr gewinnen. Da kommt jetzt gleich nur noch ein Poison-Spell. Genau. Oder ein Holz. Schweinereiter immer noch keinen Hit durchbekommen. So starke Deckauswahl von Loai hier. Das ist durch, Poison-Spell. Loai gewinnt das Ganze. Surgical liegt 1:0 hinten. Unglaublich. Was passiert hier heute? Also Loai, das ist so krass. Das ist die letztmögliche Situation, die ich mir durchdacht hätte. Also das ist unglaublich, dass jetzt Surgical im Lower Bracket ist und jetzt noch 0-1 zurückliegt. Ja, ist was? Lower Bracket und der liegt hinten. Aber die als Underdogs sind, die machen sich da extrem krass Gedanken, was die da bannen. Und zweimal haben wir das jetzt in Perfektion gesehen, wie man bannt. Also das ist echt unglaublich. Und jetzt ist Surgical extrem unter Druck. Ich kann es nicht glauben. Ich kann es nur gar nicht aussprechen. Es ist womöglich das letzte Game für Surgical Goblin. Er muss jetzt beide Games, die kommen, gewinnen. Er spielt ein Giant Deck. Ja. Oh, ist das die Anspannung. Wieso bin ich überhaupt so aufgeregt? Ich spiele doch gar nicht selber. Aber also gut. Es sieht ganz danach aus, als würde Surgical hier Giant Beatdown spielen und Loai sieht nach X-Bogen aus. Ja, es sieht nach X-Bogen aus. Okay. Mal schauen, wie er das Ganze dann... Da ist die Deckauswahl auf jeden Fall gut. Oh, der Riese kriegt einen Hit. Starker Sepp. Nachträglich wird er auch noch down gehen. Ja, die Fledermäuse kommt da nicht. Die Fledermäuse killen das Mega-Minion. Ja. Der Miner tankt, starker Eiskohl noch dazu, dadurch überleben dann auch die aber der Tower ist schon unter 2000 HP. Ja. Es ist immer noch der Friedhof. Okay, kommt mit dem Friedhof. Aber jetzt... Jetzt könnte er da mit dem Poison reinkommen. Ja. Da muss der Poison kommen. Ich wollte gerade sagen, er hat Minions und Minion-Horde, was natürlich genial ist. Und er muss nochmal gegen die Bogen schützen. Aber der Poison-Spell, der tut da ja richtig weh. Was hat er noch gegen Friedhof? Das ist jetzt die Sache, was Surgical als Zauber spielt, ob Feuerball oder Poison, weil sonst hätte er den Poison halt immer gegen den Friedhof. Ja. Und ansonsten hat er Minion-Minion-Horde, aber die halt gegen den Poison extrem anfällig sind. Beziehungsweise die letzten drei Karten von Surgical müssen, also die letzten beiden auch müssen... Auch die Nachthexe ist so schwach gegen den Poison-Spell. Ja, das ist Surgical, jetzt hier das Mega-Ritter. Surgical versucht jetzt hier mit Mindgames und so weiter, hier mit den ganzen Emotes, die er spammt, versucht er hier irgendwie Loai zu verunsichern. Okay, er hat einen Feuerball anstatt Poison. Das ist auf jeden Fall Feuerball. Für Loai der besser. Mega-Ritter darf sich jetzt nicht umdrehen. Schönes Holz noch dazu. Ja, Nachthexe outrange das Ganze auch noch. Eisgolem geht down, zwei Fledermäuse überleben. Ja. Kommen die Fledermäuse noch mal ein bisschen an den Turm? Ja, ein Hit, ein Hit. Mehr nicht. Das war schon wieder sehr viel Schaden vom Miner. Sehr ausgeglichenes Game bis hierhin. Ja, das stimmt. Wobei im Late Game wird's hässlich für Surgical. Ja, wie will er den Friedhof aufhalten? Ja, vor allem wenn dann noch ein Mega-Ritter dazukommt. Ja. Also Loai hat sein Deck ein bisschen angepasst. Er hat den Ritter rausgetan, hat den Mega-Ritter reingetan. Und neu schaltet er direkt. Jetzt tankt der Mega-Ritter. Die Nachthexe mit dem Poison sieht übel aus, aber schöne Minions noch drüber. Die Nachthexe kriegt das auch geklärt. Die Fledermäuse-Nachthexe sind zwar down, ist aber gar kein Problem. Da könnten jetzt die Kobolde von Surgical. Turm unter 1000 HP. Ah, der Eisgolem macht das alles kaputt. Giant kriegt nur einen Hit raus. Ja. Beide Türme circa 1000 HP. Loai schüttelt den Kopf. Surgical ist hier in einem guten Elixiervorsprung. Da hat er schon einiges auf dem Feld. Und jetzt wird es halt übel. Wo setzt er jetzt den Poison-Spell ein? Genau, er kann ihn jetzt halt nicht für den Friedhof einsetzen. Genau, er muss das Ganze jetzt hier erstmal verteidigen. Der Mega-Ritter trifft sehr schön die Nachthexe noch mit. Ja. Mal gucken, wie viel Hits kriegt der Giant raus? Wie viel Hits kriegt der Giant raus? Hit rausbekommen? Nee, bekommt kein. Und die Bogen, es wird nur ein Bogenschütze getroffen und das Mega-Ritter. Oh, er zappt das Ganze, aber alle Minions. Lol, den Mega-Ritter. Ja. Da kommt jetzt ein Friedhof. Da kommt der Friedhof, jetzt muss er was machen. Das wird jetzt ganz knapp. Ja. Also der Friedhof wird jetzt tödlich werden. Schönes Holz. Er muss das Holz in der Defensive Meiner nutzen. Meiner ist dran. Mega-Ritter kommt zurück. 325 HP, der Friedhof macht noch weiteren Schaden. Jetzt sind Bogenschütze und Kobolde da. Bogenschütze tankt. Kobold 168 HP, brauchst du noch Poison Spell. Ich er braucht nur noch einen Poison Spell. Kommt der Poison Spell noch? Das ist der Poison Spell, ich kann es nicht glauben. Oh mein Gott! Surgical Goblin ist raus! Er hat kein Best of Three gewonnen. Der womöglich weltbeste Spieler, der Favorit von allen, verliert im Upper Bracket und jetzt im Lower Bracket. Ich kann es halt überhaupt nicht fassen. Ich bin sprachlos. Was?
Das ist was jetzt, passiert hier gerade? Oh mein Gott. Ach du meine Güte. Wir gönnen es natürlich Loai ja, sehr. Ja. Super stark gespielt, beide Games gewonnen. Was? Aber Surgical Goblin ist raus? Also für all die, und da bin ich mit eingeschlossen. Der allererste, der hier im Turnier raus ist. Ja. So, jetzt gehen wir direkt ins nächste Highlight-Game. Soaking gegen Loai. Loai hat es schon geschafft, Surgical Goblin 2-0. 2-0 raus. 2-0 rauszukicken, ich kann es immer noch nicht fassen. Zweimal jetzt, mit dem Friedhof-Deck. Zweimal mit dem Friedhof-Deck. Jetzt muss er gegen Soaking ran. Vielleicht, wenn er das jetzt auch gewinnen sollte, dann ist er einfach der Team Keso-Vernichter. Man muss überlegen, Surgical war Platz 1, Soaking Platz 2. Surgical ist schon weg, jetzt ist Soaking als nächstes dran. Wenn er das auch gewinnt, das wär absurd. Unglaublich. Beispiel, okay, wir springen hier einfach in dieses Game. Soaking gegen Loai. Loai hat Surgical 2-0 vernichtet. Ja. Sind jetzt hier im Lower Bracket, der Verlierer ist raus. Der Gewinner muss gegen Lupanji ran, richtig? Ja. Alter, ich kann es nicht fassen. Berin ist bereits im Finale. Berin, der wartet jetzt hier gerade drauf auf seine Gegner, kann hier extrem lange aufschnaufen und von Soaking aus sieht es nach Splashart aus. Ja. Mal schauen. Ja, Friedhof hier wäre ein Overcommit, macht er auf jeden Fall gut, dass er das hier auslaufen lässt. Aber selbst wenn es ein Friedhof wäre, da hat da aber hier der Loai gute Karten dabei. Holz, Eisgolem, Eisgeist, Skelette. Das ist gut. Das ist gut gegen den Friedhof, soweit. Was spielen die beiden hier? Am Anfang beide sehr defensiv, alles hinten splitten, nicht zu viel verraten, keinen riskanten Move machen. Loai spielt hier... Das war nicht so stark von Loai, das Megaman war nicht in Turmreichweite. Ja. Aber der Baby Drake ist es jetzt und das ist vollkommen okay. Der Eismagier slowt das Ganze so sehr, macht zwar nicht so viel Schaden, aber der Slow ist es in der Defense. Da kommt ein Zap, damit ist der Elektromagier in den Turm schafft, aber das hat nicht geklappt. Da hat Loai noch ganz schnell die Skelette gespielt. Oh, die Rakete schmerzt. Oh, Soaking spielt das Ganze mit einer Rakete. Oh, okay, dann ist es doch kein Splashart, dann sieht es ganz nach Golem aus. Ach du meine Güte. Ohne Pumpe? Okay. Das sieht... Also ich weiß nicht, kann... Also das Matchup tut ja mal richtig, richtig weh. Ja, er hat eine Rakete gegen X-Bog und mit hoher Wahrscheinlichkeit hat er noch einen Golem. Oh Gott. Das sieht gar nicht gut aus für Loai. Das sieht nicht gut aus für Loai in der Deckauswahl. Ja. Also gar nicht. Aber gut, Berin sah es auch nicht gut in der Deckauswahl aus, hat trotzdem Games für sich entschieden. Ich bin gespannt. Es ist interessant hier zu sehen, was Soaking als Windcondition hat, wenn es nicht der Golem ist, weil wir haben jetzt bis jetzt da noch müsste nicht eigentlich der Golem sein. Ja, jetzt müsste der Golem sein. Das ist der X-Bogen wieder, da ist jetzt wahrscheinlich die Rocket fliegen. Okay, da ist der Golem. Da ist er am Start. Bleibt der Eismagier an seiner Hälfte? Ja. Auch einfach ein simpler Sepp. Ja. Jetzt ist der Golem am X-Bogen dran, der wird sich gefühlt nochmal eine Rakete noch nachträglich lohnen. Der Golem ist so geslowed, aber das ist halt... Nee. Muss man nicht drüber reden, ganz starkes Counter-Matchup. Oh, guck mal, der X-Bogen greift dann nochmal den Turm an, weil es der Golem gesplittet hat. Der Eismagier, ja. Und da kommt der nächste Golem. Nächster Eismagier, nächster Golem auch. Der müsste jetzt... Oh mein Gott, er zieht beide Eismagier einfach rüber. Interessant, der müsste jetzt eigentlich schon defensiver X-Bogen kommen. Den hat er in Rotation, aber wieso er ihn nicht ganz einsetzt, verstehe ich nicht. Okay, er will dann den Hauptort Will den Kicktower anmachen. Ja. Schönes sehr Holz noch sehr dazu. Sehr stark. Nächstes Mega-Minion, noch ein weiteres Mega-Minion. Ach, ja, krass, was... Loai hier gerade spielt, das war wirklich, wirklich stark. Jetzt nur die Frage, kann der Eismagier diesen Push hier aufhalten? Ja, die Sache ist, der Haupttower ist durch die ganzen Golem, durch die Mini-Golems ganz halt distracted. Und der Elektromagier kriegt einen Hit raus. Also jetzt, wo der King Tower auch an ist. Ja, hartes Matchup für Loai. X-Bone connected, eine Rakete, simple Rakete. Ja, er hatte auch schon Kopf geschüttelt, weil er genau wusste, Mega Minion nicht im Turmreichweite. Okay. Wurde aber getushottet von einem weiteren Mega-Minion. Starker Sepp, der Golem geht da einfach durch. Das ist halt ein bisschen nervig, ne? Der kann da fast nichts machen. Ah, geht der Elektromagier down? Ja, okay. Doppel. Eismagier, auch das ist Flächenschaden. Holz dazu, Tornado. Sehr, sehr stark. Erinnert mich jetzt hier an Snow-Damage-Deck. Er hat keine Karte, die jetzt hier großartigen Schaden macht, aber so viel CC, sprich Holz-Knockback plus Tornado-Pull. Oh, X-Bogen macht auf jeden Fall keinen verkehrten Schaden. Das ist auf jeden Fall... Da chippt er den Tower ein bisschen runter. Ich kann es gerade nicht fassen, wie stark Loai spielt jetzt hier gerade fehlerlos. Also das Deck das Problem bei Soakings Deck ist einfach, dass die Pumpe halt trotzdem fehlt. Ja. Er kann zwar. Es ist ein Golem Deck ohne Pumpe, das tut schon weh. Ja. Oh, kriegt er da jetzt das Holz noch auf? Okay. Ja, richtig.
Oh, funktioniert das? Nee, der Elektromagier tankt zu. Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich weiß nicht. Das ist der krasseste. Oh, da kommt der Sepp. Oh, das ist so ein geiler Zug und dann wird er nicht weiter belohnt. Wow, also dieser Sepp, der war einfach extrem wichtig. Ah, jetzt fehlt ihm der Tornado. Ja. Das war so geil gespielt von Loal. Also, das feiere ich richtig. Wenn er da so einen Zug raushaut, der hat die Niederlage, finde ich, nicht verdient. Nächster Tornado einmal durchgecycelt. Also, Soaking kommt jetzt hier. Andere Seite, Rakete kommt. Und dann geht's. Ach, ja, er muss jetzt, ja, nee, er muss eine Rakete und ein Holz bringen. Das sind aber auch die Karten, die er in der Defense braucht. Ja. Aber er hat auch einen sehr schnellen Cycle. Tornado kommt. Jetzt hat er beide Karten auf der Hand. Er braucht jetzt 8 Elixier und so schnell es geht. Ich kann es nicht fassen. Ja. Nein! Kommt da das Rakete Holz? Fliegt. Kommt das Holz? Das Holz ist unterwegs. 16. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das darf doch nicht wahr sein! Extrem, extrem stark. Das war das Beste, was wir jemals beim CCGS gesehen haben. Wow, unglaublich Loal. Der Loal-Damage. Nein. Soaking ist da am was Boden zerstört. Was passiert hier? Der Tower war das unter... Das war so gut. Dieser Tornado-Move. Dass wir das hier sehen? Oh mein Gott. Dieser Tornado-Move. Ich sehe mich überhaupt nicht ein. Er zieht mit dem Tornado den Goal nach hinten. Der X-Bogen kriegt da ein paar Hits raus. Er wird sogar noch gesappt. Ja. Und dann wirft er Rakete und Holz und es reicht nicht vom Schaden. Genau. Wie Soaking da durchkommt. Ja. Loal liegt 1-0 vor gegen das absolute Konterdeck. Er hat diesen Fehler nicht gemacht, wo er All-In gegangen ist, sondern er hat die Rocket, bevor die Rocket und das Holz geworfen Alter. Hat, wollte er nochmal in der Verteidigung auf Nummer sicher gehen und hat erst nochmal Eismagie und mit Tornado und er hat das Ganze so krass geslowt, dass die Einheiten auf der linken Seite zu lange gebraucht haben von Soaking und die Rocket ist dann geflogen und das Holz. Unglaublich. Ich kann nicht fassen, woher. Sicherlich ist er ein guter Spieler, aber wenn man alleine so einen Zug beherrscht, macht einen das schon zu den besten Spielern überhaupt, dass sowas überhaupt abrufbar ist, dass das funktioniert. Ja. Guckt euch das an. Rakete und Holz sind unterwegs und guckt euch den Turm an. Da ist alles dran. Alles ist da. Der Tower hat noch 95 HP. Alles, egal was. Baby Dragon Hit, Mega Minion, Golem, ist mir egal. Es hätte gereicht. Ja. Und Loal gewinnt das Ganze. Unfassbar. Es Unfassbar. Ist so krank. Hier gerade rastet jeder komplett aus. Also das ist... Das also, ja die letzten Games, jeder deutsche Spieler wurde hier immer wieder gekontert, aber sie haben trotzdem gewonnen. Ja. Ich kann es nicht fassen. Oh mein Gott, wir springen ins nächste Game. Ich bin ganz doll gespannt, was jetzt gespielt also, wird und wie er performt. Also, Soaking ist hier extrem unter Druck. Loal, ich fasse es nicht, was für eine Leistung er hier unglaublich abruft. Stark, unglaublich. Also, ich gehe davon aus, dass er dieses Matchup schon geübt hat, vor allem mit seinen Clan-Mitgliedern. Mhm. Aber dass er das hier, weil diesen Move haut er zum ersten Mal raus oder generell irgendwie Spieler, dass das dann auch perfekt funktioniert hier, wo es um alles geht. Das ist einfach nur unfassbar. Oh, Mega-Ritter. Ja. Ist dabei Schweinereiter? Und, oh, Schweinereiter kriegt einen Hit durch den Elektromagistan, aber jetzt muss er erstmal diesen Push verteidigen und er hat den Eisgolem nicht im Cycle. Oh, Pekka, das tut weh. Ja. Kann Pekka sich dann neuen Targets setzen? Nee. Nee. Oh, der Pekka, also der Mega-Ritter ist natürlich super stark gegen den Schweinereiter und Elektromagier und Eisgolem und alles so weiter. Ja. Aber der Pekka ist auch ultra gut gegen Mega-Ritter und Schweinereiter. Ja, Loal muss dann gucken, wie er muss mehr oder weniger einen Split-Push starten, wo auf der einen Seite Mega-Ritter ist und auf der anderen Seite Hawk, damit er mit dem Pekka dann einfach nicht so viel Value rausholen kann, weil jetzt war es beides auf einer Lane, er konnte erst den Hawk ausschalten und dann noch den Mega-Ritter. Holz-Predict bringt nichts. Schade. Gegen die Truppen. Aber gut gedacht. Sehr, sehr stark. Wieder der nächste Offensive, da muss der Mega-Ritter kommen. Der trifft sogar noch die Kobolde, wenn alles glatt läuft. Ja. Oh, neuer Fokus! Schweinereiter am Turm. Zwei Hits. Ja. Zwei Hits, das tut weh. Ledermäuse machen auch noch Schaden am Mega-Ritter. Jetzt muss er irgendwie einen Split-Push starten. Also, wenn er jetzt. Also, wenn er Elixier gezählt hätte, wüsste er, dass Soaking keine 7 Elixier hat. Und da wäre vielleicht ein Hawk gar nicht so verkehrt gewesen, obwohl Soaking aber das Ganze. Wenn er nachträglich kommt, das tut immer genau. weh. Genau. Also, das wäre dann aber auf jeden Fall Overcommit gewesen. Genau, und jetzt kommt der Hawk. Und das hat er extrem stark gemacht. Jetzt weiß er genau, dass der Pekka nicht da ist. Ja. Und. Da holt Soaking direkt zur Gegenoffensive aus, weil er weiß, das wird nichts. Er hat noch einen Mega-Minion dabei, Loal. Genau. Also, guck dir das mal an. Ja, kommt da der Sepp. Loal. Okay. 1-0 vorn. Es war ein sehr interessanter Gedanke, dass Soaking jetzt hier in die Gegenoffensive geht, aber Loal hat er wollte einfach die Tower dort traden. Ja. Die günstigeren Single-Target-Damage-Einheiten, das Mega-Minion, das war da verdammt stark. Er wollte da den Tower-Trade machen und dann beim 1-1 würde er dann einfach besser dastehen mit dem Packer, aber das hat dann nicht so funktioniert, wie er sich das Ganze vorgestellt hat. Und wunderbarer. Hier, der Hawk wird hier. Mega-Ritter, Schweinereiter kriegt einen Hit. Raus. Okay. Das kann am Ende noch ganz, ganz, ganz entscheidend sein. Dieser eine Hit vom Schweinereiter. 20 Sekunden ist noch zu spielen. Stürzt sich der Mega-Ritter auf den... Oh, okay. Loal geht jetzt hier auf den Three-Crown. Wenn das
Fledermäuse leben. Oh, die Fledermäuse leben noch. Der Sepp war nicht optimal von Soaking. Ja. 10 Sekunden noch. Der Schweinereiter. Oh, das Holz nochmal extrem stark. Das Holz rollt nochmal alles ab. Das ist schon wieder durch. Unfassbar. Ich kann es nicht glauben. Loai ist weiter. Loai hat Surgical und Soaking beide zerstört im Lower Bracket. 2:0, beide. Was? Ich kann es nicht glauben. Das. Nee. Diesen Spieltag, dieses Finale, das werde ich niemals vergessen. Nee, unglaublich. Also, dass ich hier live dabei sein kann. Mein Gott, ich hätte jetzt so gerne den Chat. Die Reaktion der Zuschauer, das ist doch krank. Ein deutsches Spiel ist garantiert weiter. Und wenn Loai so weiter performt... Loai hat das gesamte Team Keso zerstört ohne eine einzige Niederlage. Das geht gar nicht. Unglaublich. Also, zu diesem einen Tweet-Artikel, ob man Team Keso aufhalten kann... Wenn man Loai heißt und von Tribe kommt, dann kann man das. Krass. Unglaublich. Ja, auch der E-Sports-Clan Tribe, das ist jetzt unfassbar. Ja. Ein Tribe-Spieler zerstört das gesamte Team Keso. Wow, also der muss sich da extrem krass mit seinen Teamkollegen da vorbereitet haben, mit Electrify, der da neu gejoint ist und so weiter. Ja. Da sind so viele krasse Spieler auch am Start. Ich fasse es einfach nicht. Also Soaking und Surgical sind raus. Was? Und beide von Loai und beide mit einem 2:0. Ja.